Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Oggi impareremo tedesco usando il materiale che ho scelto per voi. Nella seconda parte del video c'è un test, provate a farlo, e a vedere quanto riuscite a capire e a dire da soli in tedesco. Ok, se siete pronti, cominciamo subito. La frase numero uno: il mio appartamento è al terzo piano. In tedesco, meine Wohnung ist im dritten Stock. Il mio appartamento, meine Wohnung, ist al terzo piano, im dritten Stock. Wo ist oder wo liegt oder wo befindet sich deine Wohnung? Ist deine Wohnung im zweiten Stock? Nein. Meine Wohnung ist nicht im zweiten, sondern im dritten Stock. Ok, numero due, posso andarci da solo? Ich kann allein oder alleine dorthin gehen. Io posso, ich kann gehen und dorthin e andarci da solo, allein. Also, soll ich mit dir gehen? Soll ich dich begleiten? Kannst du allein gehen? Ja, ich kann allein dorthin gehen. Du sollst nicht mit mir dorthin gehen. Ich gehe allein. Ich kann allein gehen. Numero 3. Personalmente non mi piace andarci da solo. Persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Okay, so ich persönlich, personalmente, ich mag es nicht, non mi piace, ich mag es nicht, non mi piace, allein dorthin zu gehen, andarci da solo. Kannst du mit mir gehen? Kannst du mit mir gehen? Ich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Ok, numero 4. Per favore, chiamami domani. Bitte, ruf mich morgen an. Bitte, ovviamente per favore, ok, chiamami domani. Chiamami, ruf mich an. Dunque, il verbo chiamare, anrufen, in tedesco, anrufen, an è il prefisso separabile. Ruf mich morgen an. Quando ti devo chiamare? Quando posso chiamarti? Wann kann ich dich anrufen? Bitte ruf mich morgen an. Okay, ti chiamo stasera. Ich rufe dich heute Abend an. Ich rufe dich heute Abend an. Heute Abend, stasera. Heute Abend, stasera, numero 6. Stasera abbiamo degli ospiti. Heute Abend haben wir Gäste. Heute Abend haben wir Gäste. Wir sind beschäftigt heute Abend, siamo impegnati. Du kannst mich morgen anrufen und nicht heute Abend, weil wir heute Abend Gäste haben. Ruf mich morgen an. Okay. Numero 7. Non conosco tua sorella. Ich kenne deine Schwester nicht. Ich kenne deine Schwester nicht. Kennen, conoscere. Ich kenne deine Schwester nicht. La conosco molto bene. Ich kenne sie sehr gut. Ich kenne sie sehr gut. Puoi prestarmi la tua bici? Kannst du mir dein Fahrrad leihen? Kannst du mir dein Fahrrad leihen? Leihen, prestare, leihen. Conosci il mio vicino? Kennst du meinen Nachbarn? Kennst du, conosci meinen Nachbarn? Sì, lo conosco, ma non parlo spesso con lui.
Ja, ich kenne ihn, aber ich spreche nicht oft mit ihm. Lo conosco, ich kenne ihn. Non parlo con lui, ich spreche nicht oft mit ihm. In è l'accusativo, im dativo. Mit ihm, con lui. Numero 12. Hai sentito il telegiornale? Hast du die Nachrichten gehört? Sentito, gehört. Hast du die Nachrichten gehört? Ho già sentito questa canzone. Ich habe das Lied schon mal gehört. Ich habe das Lied schon mal gehört. Non ho mai sentito questa parola. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Das Wort, dieses Wort. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Nie, mai. Komm so schnell, wie du kannst. Okay. Vieni il più veloce possibile. Komm so schnell, wie du kannst. Komm so schnell, wie du kannst. Mi sono alzato verso le 6. Ich bin gegen 6 aufgestanden. Ich bin gegen 6 aufgestanden. Lui comprerà una nuova bici. Comprerà in futuro. Er wird ein neues Fahrrad kaufen. Er wird ein neues Fahrrad kaufen. Dobbiamo lavorare di più. Wir müssen mehr arbeiten. Wir müssen mehr arbeiten. Devo studiare di più il tedesco. Ich muss mehr Deutsch lernen. Ich muss mehr Deutsch lernen. Lei ha più tempo di me. Sie hat mehr Zeit als ich. Sie hat mehr Zeit als ich. Di sera non ho più energie per fare sport. Abends habe ich keine Energie mehr, um Sport zu machen. Abends habe ich keine Energie mehr, um Sport zu machen. Non posso mangiare di più. Mehr kann ich nicht essen. Mehr kann ich nicht essen. Il sole tramonta a ovest. Die Sonne geht im Westen unter. Es geht unter. Tramonta. Die Sonne geht im Westen unter. Ho dormito solo 2 ore. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Jetzt bin ich müde. Vorrei lavorare in un ufficio. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte in einem Büro arbeiten. I bambini sono fuori, in giardino. Die Kinder sind draußen, im Garten. Die Kinder sind draußen. Wo sind die Kinder? Die Kinder sind draußen im Garten. Sta piovendo fuori. Draußen regnet es. Draußen regnet es. Aspettiamo fuori in corridoio. Wir warten draußen im Flur. Wir warten draußen im Flur. Jetzt sind sie. No. Hanno lavorato insieme a lungo e adesso sono entrambi disoccupati. Sie haben lange zusammengearbeitet und jetzt sind sie beide arbeitslos. Sie haben lange zusammengearbeitet. Jetzt sind sie beide, entrambi, arbeitslos. Senza lavoro. Arbeitslos. Abbiamo mangiato pesce e bevuto vino rosso. Wir haben Fisch gegessen und Weißwein getrunken. Mangiato gegessen. Bevuto getrunken. Wir haben Fisch gegessen und Weißwein getrunken. Questo albergo è troppo caro. Dieses Hotel ist zu teuer. Dieses Hotel ist zu teuer. Dove sei stato? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Quanto sei stato lì? Wie lange bist du dort gewesen?
Wie lange bist du dort gewesen? Nun faccio sport, ich mache keinen Sport. Ich mache keinen Sport. Devono far riparare la loro macchina. Sie müssen ihr Auto reparieren lassen. Ihr Auto ist kaputt. Sie müssen ihr Auto reparieren lassen. Ha mangiato al ristorante questa settimana? Allora, lei hat sie diese Woche in einem Restaurant gegessen? Hat sie diese Woche in einem Restaurant gegessen? Perché stai seduto al computer tutto il giorno? Warum sitzt du den ganzen Tag am Computer? Warum sitzt du den ganzen Tag am Computer? Hanno pianto dalla felicità. Sie haben vor Glück geweint. Sie haben vor Glück geweint. Chi sta arrivando? Wer kommt gerade? Wer kommt gerade? Ho dimenticato il mio quaderno a casa. Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Lei vive all'estero, sie lebt im Ausland. Sie lebt im Ausland. Io so dove loro vivono. Ich weiß, wo sie leben. Ich weiß, wo sie leben. L'ho già sentito, das habe ich schon gehört. Das habe ich schon gehört. Posso vedere la camera? Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? Nella foresta è tranquillo, im Wald ist es ruhig. Im Wald ist es tranquillo, ruhig. Der Wald. Il bosco. Ho girato troppo velocemente. Ich bin viel zu schnell abgebogen. Girare, abbiegen. Ich bin viel zu schnell abgebogen. Quando parte il prossimo treno? Wann fährt der nächste Zug ab? Wann fährt der nächste Zug ab? Partire, abfahren. Sa quando parte il treno per Roma? Wissen Sie, wann der Zug nach Rom fährt? Wissen Sie, wann der Zug nach Rom fährt? L'autobus parte alle 8 in punto. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Di nuovo abfahren. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Wo ist die nächste Tankstelle? Allora, dov'è il prossimo benzinaio? Wo ist die nächste Tankstelle? Allora, meine Wohnung ist im dritten Stock. Ich kann allein dorthin gehen. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Bitte ruf mich morgen an. Ich rufe dich heute Abend an. Heute Abend haben wir Gäste. Ich kenne deine Schwester nicht. Ich kenne sie sehr gut. Kannst du mir dein Fahrrad leihen? Kennst du meinen Nachbarn? Ja, ich kenne ihn, aber ich spreche nicht oft mit ihm. Hast du die Nachrichten gehört? Ich habe das Lied schon mal gehört. Ich habe das Lied schon mal gehört.
Ich habe dieses Wort nie gehört. Komm so schnell wie du kannst. Ich bin gegen 6 aufgestanden. Er wird ein neues Fahrrad kaufen. Wir müssen mehr arbeiten. Ich muss mehr Deutsch lernen. Sie hat mehr Zeit als ich. Abends habe ich keine Energie mehr, um Sport zu machen. Mehr kann ich nicht essen. Die Sonne geht im Westen unter. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Die Kinder sind draußen im Garten. Draußen regnet es. Wir warten draußen im Flur. Sie haben lange zusammengearbeitet. Jetzt sind sie beide arbeitslos. Wir haben Fisch gegessen und Weißwein getrunken. Dieses Hotel ist zu teuer. Wo bist du gewesen? Wie lange bist du dort gewesen? Ich mache keinen Sport. Sie müssen Ihr Auto reparieren lassen. Hat sie diese Woche in einem Restaurant gegessen? Warum sitzt du den ganzen Tag am Computer? Sie haben vor Glück geweint. Wer kommt gerade? Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Sie lebt im Ausland. Ich weiß, wo sie leben. Das habe ich schon gehört. Kann ich das Zimmer sehen? Im Wald ist es ruhig. Ich bin viel zu schnell abgebogen. Wann fährt der nächste Zug ab? Wissen Sie, wann der Zug nach Rom fährt? Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Wo ist die nächste Tankstelle? Meine Wohnung ist im dritten Stock. Ich kann allein dorthin gehen. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Bitte ruf mich morgen an. Ich rufe dich heute Abend an. Heute Abend haben wir Gäste. Ich kenne deine Schwester nicht. Ich kenne sie sehr gut. Kannst du mir dein Fahrrad leihen? Kennst du meinen Nachbarn? Ja, ich kenne ihn, aber ich spreche nicht oft mit ihm. Hast du die Nachrichten gehört?
Ich habe das Lied schon mal gehört. Ich habe das Lied schon mal gehört. Ich habe dieses Wort nie gehört. Komm, so schnell wie du kannst. Ich bin gegen 6 aufgestanden. Er wird ein neues Fahrrad kaufen. Wir müssen mehr arbeiten. Ich muss mehr Deutsch lernen. Sie hat mehr Zeit als ich. Abends habe ich keine Energie mehr, um Sport zu machen. Mehr kann ich nicht essen. Die Sonne geht im Westen unter. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Die Kinder sind draußen im Garten. Draußen regnet es. Wir warten draußen im Flur. Sie haben lange zusammengearbeitet. Jetzt sind sie beide arbeitslos. Wir haben Fisch gegessen und Weißwein getrunken. Dieses Hotel ist zu teuer. Wo bist du gewesen? Wie lange bist du dort gewesen? Ich mache keinen Sport. Sie müssen Ihr Auto reparieren lassen. Hat sie diese Woche in einem Restaurant gegessen? Warum sitzt du den ganzen Tag am Computer? Sie haben vor Glück geweint. Wer kommt gerade? Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Sie lebt im Ausland. Ich weiß, wo sie leben. Das habe ich schon gehört. Kann ich das Zimmer sehen? Im Wald ist es ruhig. Ich bin viel zu schnell abgebogen. Wann fährt der nächste Zug ab? Wissen Sie, wann der Zug nach Rom fährt? Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Wo ist die nächste Tankstelle?